Lords und Sie Ladies, ich habe hier mal wieder Post bekommen von der Firma Kastenschiold aus Flensburg. Die machen schönen karibischen Rum. Und jetzt lass uns mal schauen, was hier alles drin ist. Irrsinnig innovative Verpackung. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so ein Versanddienstleister wie das zulässt. Denn eigentlich sind das drei Verpackungen, ne? Haben die einfach zusammengeklebt. Geht auch. Ist auch super. Also, schauen wir mal, was hier alles drin ist. Ah, vielleicht erstmal, ich packe das mal zur Seite, jetzt könnt ihr mein schönes Gesicht nicht sehen, vielleicht erstmal zur Geschichte von Kastenschiold. Die hieß nicht immer Kastenschiold, übrigens, obwohl sie kam schon immer aus der Nähe von Flensburg, ne? Mal war Flensburg dänisch, mal war Flensburg deutsch, ach, das ging ja immer so ein bisschen hin und her. Eines schönen Tages ist dann der gute Jürgen Carstensen übrigens ausgewandert. Und zwar unter dänischer Ägide nach St. Thomas. Da wurde er sogenannter Bottler, also ein Mensch, der Getränke in Flaschen abfüllt, von der West Indies Company. Ne? Ist auch wieder so, ich kann kein Dänisch, aber ist wieder so ein dänischer Name. Und eine Reminiszenz an die damalige dänische Zeit steckt immer noch im Namen Kastenschiold Westindien Rum KG. Westindien mit V geschrieben. Ja, der gute Jürgen war übrigens auch noch seines Zeichens Neffe des damaligen Gouverneurs von St. Thomas und hatte anscheinend so ein oder zwei Privilegien. Unter anderem konnte er dann die Bepflanzung namens Mosquito Bay erwerben. Und durch glückliche Heirat kam dann noch die eine oder andere Zuckerrohrplantage dazu, so dass dann die Carstensens zu Großgrundbesitzern wurden und eben einen Großteil des Zuckerrohrs lieferten für die Rumproduktion, die damals noch Killdevil hießen. So, Killdevil kennen wir ja, ne? Alter Name für Rum, damals war das Zeug noch ziemlich ruppig, wurde gleich abgefüllt und naja, man hatte halt noch nicht so richtig die Erfahrung im Destillieren, also ich weiß nicht, was alles drin war, wie viele Leute davon blind geworden sind eventuell. Kann man nur Vermutungen anstellen. Und da diese Familie Carstensen dann einen ziemlichen Einfluss im Rum- und Zuckergeschäft hatte, wurde auch der Sohn namens Johann Lorenz Carstensen vom dänischen König geadelt. Und man merke, dass der Adelstitel sich quasi im Namen widerspiegelt. Aus Carstensen, was ja sozusagen Sohn von Carsten heißt, wurde dann Kastenschiold. Gut, dass er ist irgendwann laut ver... Klappung, ihr wisst schon, Verschiebung hast du nicht gesehen, ist dann irgendwann so rübergeglitten, dass es aus Carstensen wurde Kasten und das Sen, lass mal weg, wurde dann Schjold. Und Schjold ist übrigens der dänische Name für Schild, also Kastenschild eigentlich. Wenn ihr noch tiefer gehen wollt, könnt ihr euch das Ganze auch ein wenig bei Google erlesen. Da gibt es verschiedene dänische Adelsnamen und Titel. Hochinteressant, wenn man da mal einsteigt. Und es gibt den Unterschied zwischen altem Adel und Briefadel. Und Briefadel sind halt solche Leute wie der gute Herr Kastenschiold, der seinen Adelstitel quasi per Brief bekommen hat, als Patent eben. Kastenschiold ist übrigens immer noch in Familienbesitz nach gut 325 Jahren. Und ich habe mit dem Nachfahren von eben jedem Jürgen und Johann Lorenz Kastenschiold gesprochen, der gute Sönke, Grüße gehen raus, der mir diese feinen Flaschen hat zukommen lassen. So, und jetzt gucke ich auch mal nach, was denn hier alles Schönes drin ist. Ich fange einfach mal hier an. Oh, gucke. Mit Wappen, kleines Geschichtsbuch, werde ich mir mal antun. So, und uiuiui. Muss ich mal hier so rumkippen. Ich möchte nicht so sehr an der Verpackung rucken. So. Hier. Also, Marketing kann er ja, ne? Mit dem Familienwappen geht das immer recht gut. Und dann auch großartig. Hier, Gold, dänische Farben, der Kastenschiold Signum rum. Freunde, Name wie Donnerhall. Gucken wir mal, was sich hinter Türchen Nummer 2 verbirgt. Oh. Kastenschiold Governors Rum. Governor. Johann Lorenz. Guck mal.
Wir machen das schon schick. So, und jetzt Nummer 3. Ah ja. Ja. Gucke, der 1864. Carsten Schuldt. Pass auf, der heißt sogar Super Fun Extraordinary rum. Diesmal, da haben wir wieder was zum Verkosten. Übrigens, gemeinsam ist den Rums hier allen, das sind Blends. Ne? Also das sind keine Single Cask Rums und die sind auch nicht von ein und derselben Distille. Die sind in der Karibik wirklich zusammengetragen und verblendet von einem Master Blender. Ja, und wie die schmecken? Tja, Freunde. Abonniert gerne meinen Kanal und bleibt wachsam, denn ich werde euch diese drei Rums hier demnächst vorstellen. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Rum.